Sonnenbrand im März. Dass das passieren kann, damit rechnet kaum einer. Aber die Frühlingssonne brennt schon kräftig und die Haut vergisst nichts. Also Obacht beim ersten Sonnenbad nach dem Winter. Im schlimmsten Fall droht sonst Hautkrebs. Und der kann tödlich enden. Im Umgang mit der Sonne gilt meiden, kleiden, cremen, sagt Professor Wilhelm Stolz, Chefarzt der Dermatologischen Klinik am Klinikum München. Die Dosis macht das Gift. Wir alle freuen uns, wenn jetzt der Frühling kommt, wenn die Sonne da ist. Aber wir sollten halt die Sonne in Maßen genießen, ruhig in die Sonne gehen, aber halt nicht unbedingt in der Mittagszeit in der prallen Sonne sitzen. Sonne hat ja auch was Positives, ist auch wichtig für die Vitamin-D-Synthese. Also man muss nicht die Sonne komplett meiden. Die Haut reagiert auf UV-Strahlung. Die kann genau jetzt, im März und April, besonders stark sein, weil dann die schützende Ozonschicht der Atmosphäre dünner ist als sonst. Viel hängt auch vom Hauttyp ab. Wer helle Haut hat, muss mehr aufpassen. Wir haben heute in München einen UV-Index von 5. Das bedeutet, man kann in 20 Minuten, wenn man nicht ein dunkler Hauttyp ist, Sonnenbrand bekommen. Wer es genau wissen will, kann im Internet den aktuellen UV-Index nachschlagen. Je höher der ist, umso schneller droht Sonnenbrand.